Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du ein Arbeitsblatt in Microsoft Excel kopieren kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und jetzt starten wir los. Bei der Berichtserstellung ist es oftmals notwendig, eine Kopie eines Arbeitsblatts in Excel zu erstellen. Gründe können unterschiedlich sein. Mal kann es sein, dass man eine Sicherung des Arbeitsblattes haben möchte oder einfach ein neues Arbeitsblatt inklusive der gesamten Formatierung, ohne diese mühsam zu wiederholen. Oder auch hier ein wöchentlicher Speiseplan, der sich vielleicht in allen 3-4 Wochen sich wiederholt. Nun, die erste Methode oder die erste Variante, wie man ein Arbeitsblatt kopieren kann, ist, indem man dieses selektiert im unteren Bereich und dort einen rechten Mausklick durchführt und anschließend gibt es den Punkt Verschieben oder Kopieren. Ich klicke darauf und erhalte dort ein neues Fenster. Und dort kann ich den Haken setzen bei Kopie erstellen und kann das mit OK bestätigen und erhalte nun eine Kopie von dem selektierten Arbeitsblatt. Das ist zwar eine gute Methode, um ein Arbeitsblatt in Excel zu kopieren, aber nicht die effizienteste Methode. Es gibt auch noch eine superschnelle und effiziente Möglichkeit, ein Arbeitsblatt in Excel zu kopieren, und zwar indem ich das Arbeitsblatt selektiere und als nächstes die Kontrolltaste, die Steuerungstaste drücke und zeitgleich mit der Maus entsprechend dieses Arbeitsblatt hier verschiebe und erhalte dort nun anschließend eine Kopie vom selektierten Arbeitsblatt. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen beiden Methoden sehr einfach und schnell eine Kopie eines Arbeitsblatts in Microsoft Excel erstellen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!